Heute, was geht ab, Leute, Hongi? Wir werden heute über das kommende Tauschsystem reden. Meine Meinung, wie ich das so finde, wird im Verlauf dieser Woche kommen. Ich denke mal Donnerstag oder Freitag. So wie immer ab 10 Uhr, 22 Uhr unserer Zeit. Kam ja vor ein paar Tagen die News dazu. Ich habe auch ein Video hochgeladen mit allen Infos kurz und knapp nochmal zusammengefasst. Also wirklich kurz und knapp. Unter 4 Minuten. Also check das doch mal ab. Und ja, meine Meinung dazu. Also seit Anbeginn erwartet man ja das Tauschsystem. Die Spieler haben darauf gewartet. Und die Meinungen waren immer, schon immer zwei gespalten. Die eine Hälfte hat sich darauf gefreut, wollte unbedingt alles tauschen. Die andere Hälfte wollte das Tauschsystem nicht sehen, hatte Angst, dass das Spiel dadurch vielleicht zerstört werden könnte. Und hat Niantic das Spiel jetzt dadurch zerstört? Ich glaube nicht. Größter Faktor, wieso nicht? Ist wahrscheinlich, weil man keine 100er tauschen kann. Das hat Niantic so eingeführt. Ist natürlich ein bisschen schade für mich, weil der Traum von jedem 100er auf Max ist dadurch weiterhin tot. Ich kann mir keine 100er ertauschen von euch, die mir noch fehlen. Weil wenn man einen 100er tauscht, ist nicht garantiert, dass dann am Ende ein 100er auch ankommt. Das hat Niantic so eingeführt. Wie das Ganze ganz genau ablaufen wird, weiß man noch nicht. Aber die Pokémon haben dann eine Range an IVs, die sie haben können. Und ja, es kommt nicht immer dasselbe an, was auch abgeschickt wurde. Sprich, die ganzen Leute mit 2 und 3 und 4 Accounts können sich nicht alles, also alle guten, alle 100er, auf einen Account rübertauschen. Zumal kostet ja das alles Staub, sprich man kann das eh nicht unendlich oft machen. Das ist schon mal gut, dass sie das eingeschränkt haben. Dann haben die es auch nochmal eingeschränkt, dass man nur einmal am Tag einen speziellen Tausch machen kann. Spezieller Tausch, Shiny, 100er, also nicht 100er, Shiny, Legendäre und neue Dex-Einträge. Das kann man nur einmal pro Tag machen. Sagen wir, jemand hat 2, 3, 4 Accounts, dann sagen wir 2 Accounts, sagen wir 3 Accounts und will da die ganzen 100 darüber tauschen. Das kann er nicht alles an einem Tag machen, sondern muss das echt aufteilen. Und ja, das haben die gut eingeschränkt, auch wie gesagt der Staub, dass es halt kosten wird. Aber dadurch, dass 100 halt nicht getauscht werden können, stellt sich die Frage, was gibt es da eigentlich noch, was sich lohnt zu tauschen? Was kann man eigentlich tauschen? Also Legendäre. Problem ist halt, die IV sind nicht garantiert. Das heißt, wenn du einen guten Legendären rüber tauschen willst, kann es sein, dass er halt nicht mehr gut ist. Und was macht man dann mit dem Legendären? Eigentlich nur für den neuen Dex-Eintrag. Kann man machen. Ein paar Dorfspieler, die nie Rage zusammenbekommen, können sich halt einen für den neuen Dex-Eintrag machen. Oder holen, tauschen. Aber jetzt, um sich eine klasse Armee aufzubauen, sagen wir eine Kyogre-Armee oder so, lohnt sich das halt nicht, weil die IVs nicht garantiert sind. Dann noch regionale, sprich auch neue Dex-Einträge, genau wie bei den Legendären. IV ist da eigentlich egal, Hauptsache man hat es im Dex. Gibt halt natürlich die Leute, die das selber fangen wollen und dann manche, die halt es einfach im Pokédex haben wollen. Für die ist es ganz gut. Also ich überlege mir noch, ob ich bereit bin, ob ich offen dafür bin, mir regionale einfach rüber zu tauschen oder ob ich das dann am Ende doch selber fangen will. Also schreibt unten rein, wie ihr dazu steht. Wollt ihr eure regionalen selber fangen oder seid ihr bereit, einfach alle zu ertauschen und dann Hauptsache im Pokédex, das war's. Dann halt die Shinies. Die kann man auch sich rübertauschen, auch nur einmal am Tag. Wird auch Staub kosten, deswegen, ich weiß nicht. Ich bin jetzt nicht so shiny geil. Ich weiß nicht, ob ich bereit bin, so viel Staub auszugeben, nur damit ich ein Shiny dann im Dex habe, sozusagen. Weil da ist ja IV eigentlich egal. Auch da, schreibt eure Meinung unten in die Kommentare. Habt ihr Interesse, eure Shinies zu tauschen oder wollt ihr die auch lieber selber fangen? Ich bin eigentlich auch eher für selber fangen, aber ganz abgeneigt bin ich natürlich nicht. Ich überleg's mir noch, also eigentlich wieso nicht, aber kommt drauf an, wie viel es kosten wird. Und dann versuchen wir vielleicht alle Shinies, die mir noch fehlen, zu ertauschen. Kann man sich mal überlegen und wir werden es sehen. Und vierter Punkt, was man sich ertauschen kann, was bisher noch nicht viel angesprochen haben, und zwar die Cognito-Buchstaben. Man kann sich alle Buchstaben ertauschen, die einem noch fehlen. Das kann man sich auch überlegen. Vor allem, da kann man halt echt nicht sagen, ja, die fange ich mir alle selber, weil die sind halt so selten, ohne Map geht das eigentlich gar nicht. Es gibt halt natürlich die Cognitos, die zu verschiedenen Events immer spawnen. Aber man muss halt auch zu den Events fahren. Ist dann wahrscheinlich dasselbe wie regionale. Man muss halt erstmal dahin fahren. Zum Beispiel jetzt bei E3, da kamen, glaube ich, Ausrufezeichen. Und Dortmund kommt natürlich wieder neue Buchstaben. Was für mich leidend ist, von den ganzen Dortmund-Buchstaben ist nur einer dabei, der neu für mich ist. Zum Beispiel das habe ich mir überlegt, kann man tauschen, um die Medaille dann voll zu kriegen, weil
ohne Tauschen ist es echt ziemlich schwierig. Also das ist ein Punkt, den kann man sich überlegen, die Kognito-Buchstaben zu tauschen für die Medaille. Und dann vielleicht noch ein kleiner Nebenpunkt. Man kann sich Pokémon tauschen mit Legacy-Movesets. Problem ist da auch die IV. Wenn die IV nicht stimmen, was will man mit einem Pokémon mit Legacy-Movesets? Das waren so meine Gedanken zum Tauschen. Dann gibt es natürlich noch das mit den Freundeslisten und so. Also das finde ich echt cool mit den 4 Stufen. Weil beste Freunde kriegen einfach 4 Primärbälle mehr. Das ist echt zu krass. Das mit den Items finde ich auch cool. Also nochmal, weil mich viele da im Stream jetzt gefragt haben. Items kann man nicht tauschen. Man kann Geschenke finden. Und diese Geschenke kannst du an deine Freunde schicken. Und unter anderem sind da die 7 Kilometer Alola-Eier drin. Was ziemlich cool ist. Und die Postkarten. Dann noch so Tränke, Beleber, aber das interessiert keinen. Also die Eier sind interessant und die Postkarten. Die Postkarten eigentlich einfach nur cool, aber an sich haben die keinen Sinn. Also das System finde ich cool, weil du machst auch mehr Schaden. Dieser Punkt ist echt interessant. Je besser befreundet du mit einem bist, desto mehr Schaden machst du in Arena-Kämpfen und Raid-Kämpfen. Also kriegst du nicht nur mehr Primärbälle als Bonus, sondern dadurch, dass du mehr Schaden machst, kriegst du auch mehr Schadensbälle. Also allgemein einfach mehr Bälle. Und mehr Schaden heißt, du könntest bestimmte Pokémon, bestimmte Raid-Bosse leichter besiegen. Sprich, auf Raid-Tour braucht ihr weniger Leute. Es ist einfach schneller, effizienter. Man verbraucht nicht so viele Tränke und Beleber. Aber auch bestimmte Duo-Raids oder Min-Versuche, wie zum Beispiel Mewtwo zu zweit, geht eigentlich nur bei Nebel. Aber wir haben zum Beispiel hier in München nie Nebel. Mit diesem Freundschaftsbonus könntest du es vielleicht mit deinem besten Freund zu zweit schaffen. Oder andere Raid-Bosse. Ich weiß zum Beispiel Stolos. Ein Team hat es, glaube ich, geschafft, aber die hatten echt Glück mit dem perfekten Timing, dass die echt super synchron waren, weil sonst funktioniert es eigentlich nicht. Und jetzt dann mit dem Freundschaftsbonus, mit deinem besten Freund, das klingt so komisch, kannst du es auf jeden Fall schaffen, denke ich mal. Und ja, was weiß ich, keine Ahnung, Kyogre zu dritt oder sowas. Also solche Sachen. Das finde ich echt interessant. Ein guter Aspekt. Und ein weiterer Aspekt, um die Freundschaftspunkte zu erhöhen, kann man zum Beispiel auch gemeinsam Arenen bekämpfen. Und ihr wisst, früher war ich sehr, sehr aktiv, was Arenen betrifft, beim alten Arena-System. Aber seit dem neuen System bin ich echt tot, was Arenen angeht. Aber jetzt, durch diese Punkte, gibt es wieder Gründe, einfach zusammen Arenenplatz zu machen zum Beispiel. Das kann auch sehr interessant werden. Also werft ein Auge da drauf. Ich denke, das hat auch ein bisschen Potenzial. Sich mit einem Kumpel treffen und jetzt dann hier die Runde machen und einfach alle Arenen platt machen, nur um die Punkte zu steigern. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Nochmal kurz zusammengefasst, 3 Punkte. Traden, die Tauschfunktion. Hat Niantic, glaube ich, gut gemacht. Gut eingeschränkt. Mit dem Staub, dass es halt alles kostet. Mit der Entfernung, 100 Meter Umkreis. Mit dem Freundschaftslevel. Mit dem einmal pro Tag spezielle Tauschgeschäfte. Keine mythischen, sprich kein Mew. Und Celebi demnächst. Und keine 100er. Also ich denke, Niantic hat sich da sehr, sehr große Gedanken gemacht, dass das Tauschsystem das Spiel nicht kaputt machen wird. Und ich denke, sie haben es gut genug eingeschränkt. Dementsprechend so hart eingeschränkt, dass Tauschen möglicherweise zum Beispiel für mich eigentlich eher uninteressant ist. Abgesehen von echt paar Kleinigkeiten, wie zum Beispiel möglicherweise Inkognito-Buchstaben. Aber wir werden es sehen. Macht mir eure Tauschangebote. Vielleicht nehme ich sie an. Und ja, mal schauen, was ich so alles tauschen werde. Dann zweitens, das mit den Freundschaftslisten, mit dem Freundesystem finde ich super. Und das mit den Alola-Pokémon, 7 Kilometer Eiern, finde ich auch top. Und das war's von mir. Wie immer liken, subscriben, kommentieren. Schreibt unten in die Kommentare eure Meinung zum Tauschsystem. Und wenn ihr meine Freunde werden wollt, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab und vergesst nicht, Pokémon ist serious business.